Erst ziehen Sie die Kappe des Pens heraus. Lösen Sie die Schraube, die an der Spritze befestigt ist, die das Medikament enthält. Zweiter legen Sie den Schlauch mit dem Insulinmedikament ein. Dritter schieben Sie die Schraube des Stifthalters auf die Insulinampulle und drehen Sie sie vollständig zusammen. Vierter, für das trübe Insulin drehen Sie den Pen etwa 10-mal vertikal. Fünfter, und schnippen Sie den Pen vorsichtig 10-mal auf und ab, um ein homogenes, trübes Insulin zu erzeugen. Überprüfen Sie zuerst das Insulin, das Sie verwenden werden. Den Namen des Medikaments, die Stärke des Medikaments und die Art des Medikaments. Wischen Sie dann den Korken des Insulinschlauchs mit einem alkoholgetränkten Wattestäbchen ab und warten Sie, bis er getrocknet ist. Entfernen Sie das Papier, das die Stiftleiste bedeckt. Führen Sie die Nadel dann vertikal ein, um ein Austreten von Insulin oder ein Verbiegen der Nadel zu verhindern. Wenn Sie Luftblasen sehen können, klopfen Sie die Blasen mit dem Finger nach oben. Wenn Sie die Nadel durch eine neue ersetzen, müssen Sie testen, ob die Nadelspitze verstopft ist oder nicht. Drehen Sie das Insulin um eine Einheit oder wie vom Unternehmen angegeben. Und dann halten Sie den Pen senkrecht, so dass die Spitze der Nadel oben ist. Drücken Sie den Injektionsknopf, bis ein Tropfen des Medikaments an der Spitze der Nadel erscheint. Dann passen Sie die Insulindosis an, wie von Ihrem Arzt verordnet. Verwenden Sie Ihre dominante Hand, um den Stift mit allen vier Fingern zu halten, wobei sich Ihr Daumen in der Druckknopfposition befindet. Stechen Sie die Nadel senkrecht zur Haut, bis die Nadel vollständig geschlossen ist. Drücken Sie langsam nach unten, bis es 0 erreicht, und halten Sie es gedrückt. Zählen Sie langsam oder lange genug von 1 bis 5, bis Sie sicher sind, dass Sie die volle Insulinmenge erhalten haben, die Sie injizieren. Dann setzen Sie vorsichtig die innere Nadelschutzkappe auf, decken Sie den Pen ab. Wenn Sie eine Nadel entfernen möchten, um sie durch eine neue zu ersetzen, decken Sie die äußere Nadelkappe ab und drehen Sie, um die Nadel zu entfernen.